Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Business TV für die niederbayerische Wirtschaft. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute befassen wir uns mit niederbayerischen Unternehmen auf internationalen Märkten. Die Welt scheint aktuell handelspolitisch im Umbruch zu sein. Wirtschaftsexperten diskutieren Freihandelsabkommen, den Brexit und mögliche Auswirkungen oder auch die Rolle des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf die Beziehungen auf internationalen Märkten. Diese Themen wollen wir heute näher betrachten und starten mit einem Einblick in zwei Unternehmen, die von Niederbayern aus ihre Produkte in die ganze Welt exportieren. Wir sind zunächst in Regen bei der Schock GmbH zu Gast. Granitspülen gibt es heutzutage in den verschiedensten Formen und Farben und sind aus modernen Küchen nicht mehr wegzudenken. Die Firma Schock GmbH aus Regen erfand 1979 die erste Granitspüle. Mit einer Exportquote von rund 70% bedient das Unternehmen mit seinen mehr als 420 Mitarbeitern Kunden auf der ganzen Welt. Traditionell sind unsere wichtigsten Partnerländer die von der EU, Frankreich zum Beispiel. Frankreich sind wir Marktführer, sehr wichtiges Land für uns. Aber gerade aktuell kommt der amerikanische Markt sehr, sehr stark auf, ist der stärkst wachsendste bei uns momentan. Und wir sehen auch schon, dass die Nachfrage in Asien sehr interessant wird für die Zukunft. Die Kunden in den verschiedenen Ländern haben dabei ganz unterschiedliche Wünsche an ihre Granitspüle. Also wir bauen für jedes Land die spezifischen Designs und auch die Farben, die dort gemocht werden. Ja, man kann ganz einfach zum Beispiel mal Russland und USA nehmen. In Russland ist die Einbeckenspüle 40x40 cm populär und in Amerika ist die Einbeckenspüle auch populär, aber dann ist sie auch gleich über einen Meter breit, also locker mal das Dreifache. Bei einem international agierenden Unternehmen mit über 90 Patenten ist die Sicherung der Innovationsführerschaft ein wichtiger Baustein für den künftigen Erfolg. Also wir schützen unsere Spülen, natürlich unsere Technologie durch Patente, ganz wichtig. Eigentlich halten sich auch fast alle Länder daran, aber viel wichtiger noch als die Patente ist der technologische Vorsprung. Wir haben diese Produktgattung erfunden und treiben die Innovationen auch voran. Und das ist also das Entscheidende, dass man seine Kopierer immer auf einen gesunden Abstand hält und immer weiter mit neuen Innovationen kommt. Der Aufbau von Handelsbarrieren in Form von Zöllen oder festgelegten Importquoten gegenüber Produkten aus Deutschland würde für die Firma Schock GmbH einen enormen Wettbewerbsnachteil darstellen. Also die Gefahr des aufkommenden Protektionismus ist sicherlich für uns negativ. Also für uns ist es wichtig, dass freie Märkte sind, sodass sich die besten Produkte auch am Markt durchsetzen können. Und alles, was zusätzliche Handelsbeschränkungen sind, wäre sicherlich für uns schädlich. Dass die Vorteile der Europäischen Handels- und Währungsgemeinschaft von politischen Vertretern anderer EU-Länder nicht hinreichend gewürdigt werden, findet Ralf Boberg äußerst bedauerlich. Also wenn man auch zum Beispiel allein die EU nimmt, dann sind das einfach großartige Errungenschaften. Und bei allen Problemen, die es dort gibt, muss man sich das eigentlich immer wieder vor Augen führen. Das ist Fortschritt und das darf eigentlich nicht wieder zurückgedreht werden. Das ist essentiell für uns als Firma. Neben der Industrialisierung 4.0, die das Unternehmen mit einem dafür eigens eingerichteten Production Development Team vorantreibt, gibt es drei zusätzliche strategische Schwerpunkte. Das ist einerseits weiterhin Innovationsführer zu sein und die Neuerungen zu bringen. Das zweite, immer die Produktivität und die Automatisierung voranzutreiben, um im Hochlöhnland Deutschland wettbewerbsfähig zu bleiben. Und drittens, was immer wichtiger wird, gutes Personal zu bekommen bei dem Fachkräftemangel und das auch zu halten und gut auszubilden. Ein weltweiter Marktanteil von 21% und eine Zuwachsrate von rund 50% sind der verdiente Erfolg für den über 90 Jahre anhaltenden Forscher- und Entwicklergeist der Firma Schock GmbH aus dem Landkreis Regen. "1960 gründeten Wolf Wallstabe und Fritz Schneider die Dichtungstechnik OHG in Niederwinkling bei Deggendorf. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehr als 650 Mitarbeiter am Firmenhauptsitz in Ostbayern. Als Zulieferunternehmen für die Automobilindustrie hat die Firma Kunden in der ganzen Welt. Die Firma Wallstabe und Schneider aus Niederwinkling stellt seit über 55 Jahren hochwertige Präzisionsgummidichtungen her.
95% ihrer Produkte sind für die Fahrzeugindustrie bestimmt, wovon wiederum rund 43% exportiert werden. Ein weltweiter uneingeschränkter Handel ist für das Unternehmen daher mehr als wünschenswert. Ja, für uns sind als exportorientiertes Land freie Märkte natürlich von fundamentaler Bedeutung und alles, was dem freien Welthandel dient, kommt uns zugute. Also Handelsabkommen zwischen Deutschland bzw. der EU und einzelnen Ländern oder Ländergruppen helfen uns voran, indem Zölle vermieden werden, die ganze Prozedur wird abgekürzt. Den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie die Drohgebärden der neuen US-amerikanischen Regierung sieht der Diplomchemiker Jürgen Wallstabe gelassen. Man muss nun wirklich abwarten, was wirklich geschieht. Und dann würden wir mit einem Zoll von höchstens vielleicht 15% wahrscheinlich leben können, den unsere amerikanischen Kunden bezahlen müssten. Aber es ist selbstverständlich nicht im Sinne des Erfinders. Also jede Beeinträchtigung des freien Handels ist ein großes Hemmnis, das letzten Endes auch die Amerikaner selbst treffen würde. Nur scheint man das bis jetzt noch nicht zu begreifen. Eine große Herausforderung für die Zukunft stellt vor allem der Wandel in der Fahrzeugindustrie hin zu alternativen Antriebstechniken dar. Das hat für unser Geschäft langfristig massive Auswirkungen. Unsere Dichtungen werden heute hauptsächlich dort benötigt, wo der konventionelle Antriebsstrang, der Verbrennungsmotor mit seinen ganzen Aggregaten abgedichtet werden muss. Und in einem reinen Elektrofahrzeug würden hier viele Anwendungen wegfallen und andere kommen dazu. Eine weitere wichtige Aufgabe neben der Digitalisierung und der firmeninternen Umstellung auf Industrie 4.0 ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einer immer globaler agierenden Branche. Wir haben ein kleines Werk in Indien, wir sind in Mexiko tätig, aber eben noch nicht für den größten Automobilmarkt in China. Und das ist jetzt auch in den nächsten Jahren unsere Hauptherausforderung. Darüber hinaus steigen die Anforderungen der Automobilbranche nicht nur an die Dichtungen der Firma Wallstabe und Schneider beständig, sondern auch an die logistische Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Die Anforderungen an Qualität, an Logistik, an unsere eigenen Prozesse werden immer stärker von Kunden- und Branchennormen bestimmt. Alles im Dienste einer perfekt ineinandergreifenden Wertschöpfungskette. Hier haben wir mit unseren Kunden täglich neue Anforderungen zu bewältigen. Das Gute dabei ist, dass es für kleinere Unternehmen und Neueinsteiger auch schwierig ist, hier diese Systeme so perfekt auch und sehr schnell nachzuahmen. Die beständige Wachsamkeit gegenüber neuen Entwicklungen und Technologien stellt für die Firma Wallstabe und Schneider das wichtigste Kriterium dar, um auch in Zukunft international erfolgreich zu sein. Soweit unser Einblick in zwei niederbayerische Unternehmen. Wir wollen das Thema aber weiter vertiefen in unserem Wirtschaftsgespräch. Liebe Zuschauer, die globalen Märkte sind in einem stetigen Wandel und deshalb ist eine fachkundige Expertise notwendig, um die internationalen Zusammenhänge richtig verstehen zu können. Bei mir ist deshalb der Bereichsleiter International der IHK Niederbayern, Peter Sonnleitner. Schönen guten Tag, Herr Sonnleitner. Herr Sonnleitner, die bayerischen Exporte erreichten 2016 erneut einen Rekordwert. Welche Bedeutung hat denn das für unsere Region? In der Tat haben die bayerischen Unternehmen einen neuen Rekord aufgestellt. Sie haben Produkte im Wert von 183 Milliarden Euro exportiert. Das bedeutet ein Plus von 2,5%. Unsere wichtigsten Abnehmer waren die USA, China, Großbritannien und dann Österreich. Ich glaube, bemerkenswert ist auch hier in der Region, dass Tschechien mittlerweile zum sechstwichtigsten Handelspartner für uns hier aufgerückt ist. Unsere Produkte, die exportiert worden sind, sind natürlich vorrangig der Fahrzeugbau. Es sind elektrotechnische und elektronische Güter. Es ist der allgemeine Maschinenbau. Und es sind chemische Erzeugnisse, die exportiert worden sind. Niederbayern hat einen Exportanteil von gut 50%. Das deckt sich weitestgehend auch mit dem bayerischen Durchschnitt. Auch was die Güterstrukturen und die Exportländer angeht, sind wir letztlich in etwa vergleichbar. Ja, momentan sind die internationalen Märkte sehr in Aufruhr wegen des angekündigten Brexits. Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln?
Wenn man sich anschaut, dass rund 20% unserer Exporte in die USA und nach Großbritannien gehen, so wird die Bedeutung dieses Marktes durchaus klar. Großbritannien wird wohl in den nächsten Tagen, Wochen einen Antrag Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft stellen. Offensichtlich soll es ein harter Austritt werden. Das würde bedeuten, dass Großbritannien zu einem Drittland würde. Der freie Zugang zum Binnenmarkt wäre damit nicht mehr gegeben. Es würden Grenzkontrollen, Zollkontrollen erforderlich sein. Und Großbritannien würde Gefahr laufen, dass es seine Drehscheibenfunktion international verliert. Investitionszurückhaltung ist bereits offenkundig geworden, auch von deutschen Unternehmen in Großbritannien. Insofern wollen wir natürlich oder würden wir uns wünschen, dass man schnell zu einem Handelsabkommen mit Großbritannien wiederkommt. Aber es wird eben nicht bedeuten, dass der Zugang zum Binnenmarkt 1:1 wie heute auch gegeben sein wird. Herr Sonnleitner, Sie haben es vorher erwähnt, die USA sind ein sehr, sehr wichtiger Exportpartner für Europa und für Deutschland. Wie schätzen Sie die Entwicklung da ein? Was wird uns in Zukunft hier erwarten? Die USA sind immerhin Gründungsmitglied der Welthandelsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, sich für offene Märkte einzusetzen und gegen Protektionismus zu agieren. Es war bislang überhaupt nicht vorstellbar, dass die USA auch nur protektionistische Überlegungen anstellen. Das scheint nun in der Tat der Fall zu sein. Ob es wirklich dazu kommen wird, wird sich zeigen. Angedroht wurden ja Strafzölle für unsere Industrieprodukte in Teilbereichen. Das wäre nach unserer Einschätzung WTO-widrig. Insofern muss man darauf hoffen, dass die Leistung und Qualität von Produkten auch in Zukunft entscheidend sein wird darüber, ob sie am Markt angenommen werden oder nicht. Abschottungsmaßnahmen bringen uns nicht weiter, weil sie zu Gegenreaktionen führen würden, weltweit. Und es ließe sich am Ende des Tages nicht ausschließen, dass eine Protektionismus-Spirale in Gang gesetzt wird, sofern die USA an konkreten Maßnahmen zur Abschottung festhalten. Ja, die Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA sind in der Öffentlichkeit sehr umstritten. Was kann man denn da tun, um diese Abkommen, die ja sehr wichtig sind, in Zukunft positiver darzustellen? Ich glaube, dass gerade jetzt deutlich wird, wie wichtig Freihandelsabkommen tatsächlich für unsere Wirtschaft sind. Vielleicht ist der Begriff Freihandel auch ein wenig irreführend, weil man darunter vermuten könnte, dass Handel ohne Regeln stattfindet. Das ist nicht der Fall. Vielmehr ist es so, dass man in partnerschaftlichen Vereinbarungen fixiert, unter welchen Voraussetzungen man enger zusammenarbeiten will. Insofern, glaube ich, muss uns insgesamt daran gelegen sein, die Kooperation auf internationalem Parkett wieder zu stärken. Ja, das war ein wunderbares Abschlusswort, Herr Sonnleitner. Vielen Dank für das gute Gespräch. Gerne. Das war auch schon wieder die März-Ausgabe von Business TV für die niederbayerische Wirtschaft. Die nächste Folge sehen Sie am 20. April. Dann geht es unter anderem um das Thema Ausbildung. Für heute danke fürs Einschalten. Servus und auf Wiedersehen. Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern.